dass man Französisch versucht. Mon Commandement. Commandement. Aimez-vous les uns les autres. Oder so ungefähr. Ein Kommando. Und die beiden können sagen, Auftrag erfüllt. Weil sie einander. Ja, aber würdest du sagen, sie haben den Auftrag erfüllt? Ja, das hat nicht. Ja, es funktioniert, die beiden miteinander. Ich bin mir sicher, dass es nicht nur besonders ist, ja, dass sie sehen, sondern wenn sie die beiden kennen, wissen sie, die lieben einander und würden spontan sagen, ja, wir haben den Auftrag erfüllt. Heute, sondern das ist, was eure Familie sagt. Es gibt wahrscheinlich auch Streit, aber daran zeigt sich eine echte, treue Liebe, dass der Streit nicht nur das ist, was einen trennt, sondern sagen, auch nochmal zusammenhält. Damit sie selber streiten, kann er auch. Nur, was heute das Besondere ist, ist nicht, dass man Geld ausgegeben wird für deinen Wurf, ist es auch dadurch. Aber worum es im Kern geht, ist etwas, was es in der Lesung eben geheißen hat, die wir Französisch gehört haben, an die Philipper. Und dort sagt der Apostel Paulus, schreibt einen Brief an die Christen in Philippi, dieser Grafenstadt, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Wir heute sind, wenn wir miteinander in Gottesdienst feiern. Also diese
Adoption durch uns, dieses du bist mein geliebtes Kind, das Gott ein Leben für euch getauft hat, das wird sich beim Sakrament der Taufe. Und wenn wir heute eure Ehe feiern, dann hat das was mit der Taufe zu tun, die sie beide empfangen haben. Denn wenn sie ein Kind von Gott sind, dann gehört der Weg, den sie in ihrem Leben gehen, zu Gott. Dann will Gott als euch liebender himmlischer Vater mit euch nehmen und sagen, ihr seid liebenswert, ihr seid meine Kinder. Gott gehört ganz fest zu dem Weg. Gottes Liebe und Gottes Treue zu uns Menschen soll heute sichtbar werden auf eine neue Weise in dem, was ihr miteinander lebt, genau an der Stelle, wo ihr auf Gott vertraut. Dass dies sichtbar wird, ist eben in der Lesung dies, eure Güte werden allen Menschen bekannt. Gott handelt unter uns. Wir nennen das Sakrament, das griechische Wort ist Mysterium. Also eigentlich ist es ein Geheimnis. Etwas, das man zwar sehen kann, das aber immer viel größer ist und mehr ist und weiter ist als das, was man sehen kann. So wie ein Finger ja nicht zeigt, aber eine Wirklichkeit, die viel größer ist als der Finger, auf den es zeigt. Ich kann mir einen Finger auf den Berg zeigen. Der Finger ist ganz klein und trotzdem kann der Finger auf die Größe des Bergs zeigen. Und wenn ich auf den Berg zugehe und versuche, den Berg zu ersteigen, dann merke ich, dass dieser Berg vielleicht ein ganzes Gebirge ist und immer noch größer. Oder er kann auf das Meer zeigen, ich kann mit einem kleinen Finger auf das große weite Meer zeigen. Und trotzdem ist das Meer immer noch mal größer als alles, was ich sehe. Es ist ein weiter Ozean. Und ich kann hinausfahren auf diesen Ozean, ich kann Wasser schaffen aus diesem Meer und kann davon leben. Das Sichtbare ist ein Zeichen, ein Sakrament. Wenn wir heute euer Sakrament sehen und hören, wie einander das Eheversprechen lebt, sagen, erneuert, dann ist das ein Zeichen von etwas, was wie ein Ozean ist. Es ist etwas, was wirklich da ist, was wir wirklich sehen und erleben, wie jeder Mensch wie ein Ozean ist, etwas wirklich da und wir sehen und erleben etwas und dennoch ist es immer größer als alles, was wir sehen. Und das gilt per excellence für Gott. Gott möchte, dass wir etwas von seiner Gegenwart erfahren, aber wir sollten nicht denken, dass es das schon war. Jeder einzelne von euch, jeder das andere, liebe Chiara, liebe Kollegin, ihr seid ein Geheimnis Gottes, ein Mysterium. Und ihr bleibt ein Geheimnis. Bis an das Ende des Lebens wird man immer wieder Neues entdecken können. Manches, was vielleicht nicht so gefällt, aber auch das gehört zu euch und auch dahinter noch einmal diesen ganz liebenswerten Menschen zu entdecken. Und jeden Tag aufs Neue zu entdecken, dass auf die eine oder andere Weise Gott an euch handeln wird. Auch dort, gerade dort, wo ihr in der Familie erlebt, dass wir noch nicht so ganz die perfekte Liebe sind, da spüren wir die Sehnsucht nach dem, was das Größere ist, was Gott uns schenkt. Deswegen kann in allen Tagen eure Liebe Sakrament der Treue Gottes sein. Vor allem dürfen wir auf das wunderbare Gute schauen, was ihr aneinander habt, was ihr in diesem Leben zustande gebracht habt. Das ist normalerweise nicht ganz so ganz voll, wie heute das Hochzeitsgebet, das unbeschreiblich ganz voll ist. Aber das wirklich Erfüllen, das was so unendlich schön ist, dass man davon eigentlich nie genug haben soll. Es kommt nicht per Handy rein, sondern das ist hier. Das seid ihr füreinander. Was ihr, schreibt Paulus, gelernt und angenommen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Damit meint Paulus nicht, dass er selber vollkommen ist, sondern damit meint ihr, schaut auf den Menschen, der in Gott gegenwärtig ist, und wir werden etwas von der Güte Gottes finden. Setzen Sie sich einfach mal ganz entspannt hin. Gut, da ist noch Platz auf der Bank. Setzen Sie sich einfach mal entspannt hin. Setzen Sie sich hin und dann. Wir haben, glaube ich, schon darüber vergessen.
Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure